Ja, und somit ein recht herzliches Willkommen zu World of Warships Legends. Diesmal in der Brandenburg. Ich habe leider den Start nicht ganz erwischt vom Aufnehmen her, weil die Runde doch 15 ging und egal. Ich habe es nur knappe Minütchen verloren und das waren nur eine Doppelzitter auf die Baltimore. Nur ist gut, aber die haben wir schon gut eingeschenkt. Und ja, das war eine ganz nette Runde. Die zeige ich euch wieder mal so zwischendurch. Ich weiß nicht, ob es sich noch ausgeht, dass das Video heute online geht. Auf jeden Fall, heute ist bei mir Donnerstag und da werden wir am Abend streamen. Sollte das noch jemand vorher sehen? Sind wir am Abend online auf jeden Fall. Gut, bleiben wir beim Spiel. So, da ist die Kansas. Und ja, dadurch ich so gehypt war quasi von der Doppelzitter der Baltimore, wollte ich unbedingt versuchen, der Kansas auch ein bisschen AB zu gönnen. Aber ja, mal schauen. Ich glaube, das war nicht ganz so von Erfolg gekrönt. Da sind wir nicht wirklich durchgekommen. Da hätte ich müssen wirklich einmal wechseln auf HI wieder. Aber ja, es ist halt, das ist halt immer das Thema. Ja, ist unser Kaliber am dicken zu klein. Vor allem, er ist auch jetzt angewinkelt und ja, es ist halt ein bisschen auf dem Vorbau. Aber ja, die Streuung war jetzt etwas bescheiden. Ich habe allerdings auch diesen ersten Mod rausgegeben mit den 7% Streuung. Dafür Secondary reingegeben, die plus 20. Ich glaube, ja, Reload 20% und Streuung, wenn mir jetzt nicht alles täuscht. Da bin ich ein bisschen auf Secondary jetzt gegangen, dass ich jetzt über 10 Kilometer Reichweite habe. Sonst vorher habe ich ohne diesen, also umgeskillt, vorher hatte ich, ich glaube 8,7, 8,9, ich weiß gar nicht genau, also knapp unter 9 nur. Und ich wollte unbedingt da die 10 schon haben. Dann schießt er ja doch schon mal ein bisschen mit, weil ich auch gerade die Aufgabe habe, die Bänder zu machen beim Feldzug. Ja, und der aktuelle Feldzug ist meiner Meinung nach aktuell, glaube ich, der schwächste, den ich bis jetzt gesehen habe. Mit dieser Belfast 43 komplett einfallslos und dann kann man ja machen, aber dann muss man sie auf Tier 6 trotzdem lassen, so wie sie ist. Ja, wenn sie einen Edinburgh-Rumpf kriegt mit die 30 mm, okay, dann kann man vielleicht drüber reden. Aber so kann dich absolut jeder penetrieren, von vorne, von hinten, von der Seite überhaupt. Und ja, das ist leider Belfast 43, ich weiß nicht, ob es da irgendwann einmal in Zukunft was machen, irgendwann. Ja, aber aktuell, muss ich sagen, ist das nichts mit der Belfast 43, was auch alle anderen auch so gesagt haben bis jetzt. So, jetzt hätte man können vielleicht eine RP-Salbe probieren, aber ja, jetzt haben wir die HE drin gehabt, das war jetzt zweimal etwas unglücklich, aber insgesamt läuft es trotzdem ganz gut. Ja, da hat er uns gut eine eingeschenkt, der Kollege. Ja, die Kansas natürlich. Der hat natürlich die 410 oder wie, ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall über 400 mm. Und ja, wenn er das Deck auch trifft bei uns, bei den deutschen Schlachtschiffen, das Deck ja auch da relativ empfindlich eigentlich. Da kann man gut Schaden machen. Ja, dann kriegt man da, kassiert man da bald einmal ein bisschen Schaden. So, Kansas, mal schauen, geht sich da aus? Erste sekundäre Treffer haben wir schon, 45, wunderbar. Torpedos sind am Weg, aber, ja, ein bisschen unglücklich. Vielleicht mit der Secondary, wenn wir ein bisschen Glück gehabt hätten oder so, hätten wir vielleicht den Kill gemacht. Aber ja, es ist heute so ein typisches Spiel, wo man eine Krake machen könnte oder stellenweise auch müsste fast. Und es einfach nicht gelingt, die Kills zu machen. Das ist oft ja ganz lustig. So, jetzt haben wir eine Fletcher. Was der Kollege vorhat, weiß ich nicht. Weil da links von uns ist ja auch noch ein Kreuzer. Also ich weiß nicht, was der jetzt genau vorhat. Oder hat er nicht gesehen, dass wir hier... ich glaube, er hat mit uns nicht ganz gerechnet, dass wir so vorher rushen. Jetzt ist es natürlich offen von uns. So, schieße ich drauf mit meiner HE. Warum ich da den Kill nicht mache, weiß ich selber nicht. Das war jetzt wirklich Pech, würde ich mal so behaupten.
Vielleicht hätte ich müssen einen Hauch höher zielen, ich weiß es nicht. Ja, wie auch immer. Es hätte können schon der zweite Kill sein, nur so am Rande, haben wir ja gesehen. Aber ja. So, Ashitaka wäre hier AP natürlich göttlich gewesen. Jetzt haben wir wieder die falsche Munitionsart. Ja, das ist leider. Ja, hier eine Breitseite mit allen vier natürlich. Ja, das würde er, glaube ich, merken. Das würde er extrem merken. Aber ja, es ist halt so, wie es ist immer. Ja, dafür schießt brav die Secondary. Ja, hat aber jetzt noch nicht so mega viel getroffen. Und das auf 8,7. Ja, aber immerhin. 5 Treffer. So, dann Kollege Baltimore lebt noch immer da hinten, den wir ja am Anfang da die Doppelzieher gedrückt haben, der es aber leider nicht im Bilde war, weil ich ja das nicht auf der Aufnahme hatte. Ich habe nur die letzten 15 Minuten aufgenommen und das Gefecht ging ja genau 15 und ja, und das war genau ganz am Anfang. Ja. Anfang hast du ja oft nicht wirklich was Interessantes. Das hatte ich dann bei nach der Runde, nach der Aufnahme nicht, habe ich nicht darauf gedacht. So, da haben wir ihn angezündet, hat er gelöscht. Ja, natürlich, bei uns kann er löschen, genau zu dem Zeitpunkt. Ja, perfekt. Ja, vorher, da fährt er Breitseite, da habe ich glaube, das ist jetzt nicht so der extrem gute Spieler und jetzt hier, wenn er wegfährt, fährt er schön links, rechts eigentlich. So, da haben wir noch einen Brand, jetzt kann er ihn aber nicht mehr löschen. Und ja, wie gesagt, Freunde, da, das könnte schon wieder, könnte der dritte Kill sein. So knapp kann das oft wirklich scheitern, die Krake. Aber zum Glück brauchen wir die jetzt, glaube ich, nicht bei den heutigen Heldenaufgaben, bei den Zusatzaufgaben für den Feldzug. Da schaut's, bevor unsere Murmeln einschlagen, hat ihn der Kollege schon rausgenommen. Ja, es könnten schon drei Kills sein und es ist null Kills. Es sind null Kills. Aber ja, das können wir nichts machen. Können wir nichts machen. Aber schon mal 84.000 Schaden am Tacho, das passt schon mal ganz gut. Den Punkt haben wir eingenommen und jetzt werden wir uns langsam Richtung Bertha bewegen, den wir einnehmen sollten. Da kommt wieder der Ashitaka, unser alter Freund. Noch immer HE drin, wenn ich nicht weiß, der dreht doch sicher wieder ein. Das wäre eine gute AP-Salve wieder gewesen, aber ja, da hat uns auch gut was gegönnt. Wir bleiben aber trotzdem Richtung etwas Nahkampf vielleicht, weil Secondary Torpedos, da können wir ruhiger mal reingehen, wenn es gut überdacht ist natürlich. So, da fährt er wieder. Jetzt habe ich aber mittlerweile AP geladen, habe ich gerade gesehen. Ja, genau. Ich habe das Ganze jetzt auch nachkommentiert, das nur als kleine Randinfo. Ja, Secondary schießt schon wieder brav. 86 Treffer, 86, 76 Treffer haben wir ja mittlerweile eh schon. Das ist ja auch nicht so verkehrt. Ja, Brandenburg macht wirklich Spaß, Freunde. Oh, 6-8 hier, ja. Brandenburg macht wirklich Spaß. Das ist also einfach, also echt ein gutes Boot, echt ein gutes Boot. Und macht richtig Spaß. Also das war ein cooler Feldzug. Belfast 43, ja, das ja, wisst ihr alle selber. Ich habe ihn zwar gekauft, weil es noch immer Preis-Leistung mit den ganzen Belohnungen natürlich okay ist, aber normalerweise müsstest du sowas ja fast boykottieren. Ich bin mir auch sicher, das werden nicht viele kaufen, also was es nicht so die Sammler und so sind und ja, wenn du vielleicht nicht so die Kohle hast und eh nur wieder überlegst, also dieses Mal, oh, da haben wir unseren ersten Kill mit dem Nahkampfexperten, erste Auszeichnung, sehr gut. Ja, dann kannst du dir diesen Feldzug definitiv sparen. Also, Schiff, so wie es aktuell in dem Tier drin ist, macht keinen Spaß. Und schon gar nicht für Anfänger. Schon gar nicht für Anfänger. Die ganzen Leute, die Erfahrung haben. Ich habe den Adler gesehen.
Ja, auch natürlich der Marc, AK White, hat er gesagt, ja, kein Boot für Anfänger natürlich, schwierig zu fahren, speziell auf dem Tier. Da gönnt ihr euch lieber die normale Belfast auf Tier 6, wenn ihr es noch nicht habt, da passt sie hin, das passt perfekt, er hat zwar keine Torpedos, aber ja, das ist okay. Das ist okay soweit dann. Dafür hast du Nebel, also von dem her. Ja. So, und da wird es jetzt fast schon ein bisschen brenzlig für mich. Da schießen nämlich eben die Flandre und dieser Kreuzer links. Das habe ich nicht mehr genau gesehen. War das eine Belfast? Ich glaube, war eine normale. Ja, speziell in der 6-7er-Runde bist du mit der Brandenburg oft wirklich echt gut dabei, muss man so sagen. Da passt sie auch super hin. Ja, der Rang mit legendär, das ist immer so eine Sache. Der Adler sagt ja auch immer wieder, das ist etwas kritisch mit den legendären Schiffen aktuell. So, jetzt habe ich nicht geschnallt, dass ich hier nochmal schnell doch vielleicht den Reparatur-Skill hier ziehen sollte. Und habe ich auch gemacht. 574 Trefferpunkte haben wir noch. Also, boah, das kann der gerade oder schießt gerade nicht auf uns, der Flandre. Und noch geiler ist jetzt, ich bedanke mich schon bei dem Kreuzer, der zu mir kommt, wegen Wille zum Wiederaufbau. Das war sehr gut gemacht von ihm. Das war wirklich gut gemacht. So, Radar, das kam von der Belfast gerade, ja, da deckt er mich auf. Das war von ihm auch gut vom Gegner, muss man sagen. Dass er theoretisch die Flandre auf mich schießen kann. Jetzt schießt er auch, aber er hat so eine bescheidene Streuung, wie wir gerade sehen bei ihm. Der trifft nicht einmal eine, oder hat eine Kugel getroffen. Jetzt habe ich es leider nicht gesehen, könnte sein, aber ich bin mir es nicht sicher. Tja, dann da oben der Flandre kassiert einen Torpedo, ich weiß es gar nicht. Na, da ist er nochmal rausgekommen. Wir schießen weiter, HE. So, der Kollege hilft uns jetzt wirklich. Wille zum Wiederaufbau gut genützt. Das ist wirklich was richtig Starkes. Also, das ist echt eine gute Fähigkeit. So, und da hat es ihn jetzt zerlegt. Durch einen Z23, der auch gut unterwegs ist. Jetzt haben wir gedacht, ja, jetzt kann ich wieder vorfahren. Das ist im Endeffekt nur mehr die Belfast und die Flieger. Hätte auch sollen vielleicht klugerweise bei einem Kreuzer bleiben, man hätte müssen irgendwie verkehrt rausfahren. Hinten haben wir gedacht, naja, ist ja egal, fahren wir jetzt dann auch vor. Beziehungsweise ich habe es mir jetzt noch kurz überlegt, soll ich vorfahren, soll ich nicht? Ich glaube, irgendwann habe ich dann beschleunigt, ja, genau jetzt, weil ich mir gedacht habe, ja, die zwei Caps haben wir schon, wir sind vorne. Eigentlich könnte ich warten und defensiver spielen. Wäre taktisch gesehen fast schlauer gewesen, weil wenn, muss er was machen, wenn er noch gewinnen will, der Belfast. Aber wir sehen aber jetzt oben auf der Map, er fährt eher Richtung A, komischerweise, warum auch immer. Wobei, ja, der fightet ja gerade gegen unseren anderen Kreuzer. Und da ist er raus. Hätte auch ein Kill sein können, theoretisch, mit ein bisschen Glück. Eben wenn wir gleich rausgefahren wären. Und dabei wäre natürlich auch AP schlauer gewesen. Ja, diese gelben, muss ich mal überlegen, ob ich die nicht ausschalte, ob man das schon extra kann. Ist das mit der AP und HE oft ein bisschen verwirrend? Weil die Leuchtspur an sich ist, glaube ich, gelb. Ich weiß nicht, ob die Kugel vorne weiß ist. Schauen wir uns das gleich nochmal an. Jetzt schießen wir. Oh ja, die sind vorne eh weiß. Okay, das geht noch einigermaßen. Das ist oft gar nicht zum ersten Blick gut zu erkennen. Da bekommen wir noch den Unterstützer. Großkaliber. Haben wir bekommen, Nahkampfexperte und da bekommen wir noch einen dritten, glaube ich, ja, ist zum Abschluss. Ja, und da ist die Runde vorbei. Perfekt. Ja, Nahkampfexperte, Unterstützer, Dreadnought haben wir bekommen und Großkaliber. Das war echt eine super Runde, finde ich. 2709 Base haben wir bekommen. Auch gut. Erster Platz, perfekt. 316.000 Credits, ja, Tier 7. Ist klar. Drüben, die waren aber auch stark da. Die ersten drei, vier, muss man sagen, waren auch gut, aber wir waren besser. Ja, 160.000 Gesamtschaden. Was kann man noch herauspicken? Neun Brandys, neun Brände, auch gut. Dreimal Cap verteidigt. 123 Secondary Treffer. Also wirklich eine gute Runde, muss ich sagen. Hat mir sehr gut gefallen, hat Spaß gemacht. Und damit sage ich auch Danke fürs Zuschauen. Lasst mir gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat.
Gute Runde, Brandenburg, echt gutes Boot. Danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.